Als die Brücke des Kleinen Belts im Jahre 1935 eröffnet wurde, sah Dänemark zum ersten Mal einen Blitzzug. Die roten, schnellen Züge wurden bald sehr populär, aber die Entwicklung ging weiter und die dänischen Staatsbahnen folgten ihr. Die Zeit verlangte neue Blitzzüge und hier wollen wir Ihnen die Geschichte über den Werdegang eines Blitzzuges erzählen. Mehr als 30.000 Zeichnungen waren die Grundlage der Konstruktion des Zuges. Der 4,6 Tonnen schwere Motor schwebt unter der Decke der Halle, um in den Motorwagen eingebaut zu werden. Wie ist nun dieser riesige Motor hergestellt worden? Die Teile der Dieselmotoren müssen genau ineinander passen. Einige Teile sind mit der Genauigkeit eines Tausendstel Millimeters konstruiert worden. Am Kontrolltisch herrscht immer Spannung, wenn der Motor zum ersten Mal ausprobiert werden soll. Der Fahrmotor erzeugt 1100 PS. Der ganze Zug wird somit von insgesamt 2200 Pferdestärken angetrieben. Der Motor ist der größte Teil der Hauptmaschinen des Zuges und wird im vorderen Teil des Maschinenwagens angebracht. Für die Übertragung der Fahrmotorleistung auf die Räder wird im Transmissionssystem als Hauptteil das modernste hydraulische Schaltgetriebe verwendet. Auch hier wird mit der größten Genauigkeit gearbeitet, die wegen der gestellten Anforderungen notwendig ist. Das Schaltgetriebe wird unter den allergrößten Belastungen geprüft, bevor es in den Zug eingebaut wird. Jetzt ist der Zug so weit, dass er den fertigen Motor aufnehmen kann. Der Motor wird auf seinem zukünftigen Platz im Zuge montiert. Das Schaltgetriebe wird eingebaut. Dann wird der Motor mit dem Getriebe gekuppelt. Die Kupplung wird verbunden. Jetzt sind sämtliche direkt antreibenden Teile im Motorraum untergebracht.
Die Führerstände des Blitzzuges werden unabhängig montiert. Fertiggestellt werden sie an ihren zukünftigen Plätzen im Zuge angebracht. Jetzt arbeitet man an der Innenausstattung der Wagen. Die Abteile und Großräume werden mit schönen Holzarten bzw. Kunststoffplatten mit Holzcharakter ausgestattet. Das Äußere der Wagen erhält nach und nach die richtige Farbe. Die Fenster werden eingebaut. Sie können wegen der Klimaanlage des Zuges nicht geöffnet werden. Es kann also nicht ziehen. Währenddessen arbeitet man mit Hochdruck an der Fertigstellung des Speisewagens. Mehrere hundert Dinge müssen in der Küche untergebracht werden, wo jeder Millimeter ausgenutzt wird. Selbstverständlich öffnen und schließen sich die Zwischentüren des Zuges automatisch schon durch einen leichten Druck auf den Handgriff. Und während man im Zuge weiterarbeitet, sehen wir, wie die Räder hergestellt werden. Hier treffen sich Rad und Achse zum ersten Mal. Es ist eine Präzisionsarbeit mit einer Höchstabweichung von einem Tausendstel Millimeter. Radpaar nach Radpaar wird bereitgestellt, damit sie jeweils an einem Fahrgestell angebracht werden können. Das Fahrgestell steht nunmehr bereit und wird unter den Wagenkasten gefahren. Und nun erhält der Zug die bekannten drei Buchstaben.